Jo, hallo und herzlich willkommen. Ich mache jetzt ein Tutorial und ja, erstmal danke, dass du eingeschaltet hast, mein Freund und Zuschauer. Denn es geht um Folgendes. Es kam vor einigen Monaten oder Wochen der Kommentar, ey, ich weiß nicht, wie das geht, wie ich jetzt Videos mache und wie machst du das und bla 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 wegen Bandicam. Ja, also ich mache das eigentlich so wie Fraps. Aber ich mache ein Tutorial, also muss es schon was Größeres sein. Also, ja. Ich fange dann mal bei Bandicam an. Hier unten sieht man erstmal, wie lang die Aufnahme schon geht. Die Größe der Datei, der Videodatei, der WMV-Datei, meine Freunde. Und die Größe meiner Festplatte oder was davon noch übrig ist. Dann noch Lautstärke, frag nicht warum. Ja, und dann die Grundhotkeys, Start, Stopp und Pause. Also F9, F8 bei mir ganz klar aufgeteilt. Videogröße, volle Größe, also 100% mal 100%, also was will ich da noch verlangen? 50 FPS muss reichen, denn 60 ist ein bisschen übertrieben. MPEG. Kommen gerade das. Es ist das weitverbreitete, der weitverbreitetste Codec oder das weitverbreitetste Videoformat. Ja, Motion JPEG ist nicht so bekannt. Es liegt einfach daran, dass WLMM, Windows Live Movie Maker, diesen Codec nicht unterstützt. Also ihr könnt eure Videos dann vergessen, wenn ihr das mit Motion JPEG macht. Gute Qualität erhält man eigentlich nur mit, also richtig riesige, gute, hervorragende, bessere Qualität als MPEG hat man mit RGB24. Da ist das Problem aber, die Dateien sind riesig, also Festplatten braucht ihr dann, wenn ihr richtig viele Let's Plays macht und die Videos dann auch speichert, dann müsst ihr da schon eine ordentliche Festplatte haben. So, Qualität 100, also ich sag mal so, ihr müsst euch jetzt nicht an diesen Daten orientieren. Wenn euer Computer das nicht kann, dann kann er es nicht. Das heißt nicht, dass er schlecht ist. Und das heißt nicht, dass eure Videos dann schlecht sind. Das heißt einfach nur das, was es ist. Ihr könnt deshalb trotzdem hervorragende Videos machen. Und ja, ich sag nur eins. Leute, die sagen, hey, dein Video ist scheiße, weil, weiß nicht, Vollbild und die Pixel. Ey, die sollen es besser machen. Ganz ehrlich. Macht so, wie ihr denkt. Ihr könnt auch manchmal improvisieren, ist ja kein Ding. Aber ich gebe euch einen Rat. Bevor ihr eine Let's Play-Reihe macht, solltet ihr euch informieren. Ihr solltet erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Und ihr solltet wissen, ob euer Rechner das auch kann. Jo. Warum ich mich für Bandicam nochmal umentschieden habe? Ganz einfach. Ich habe die Erfahrung gemacht mit vielen Aufnahmeprogrammen, dass die Dateien einfach zu groß sind. Das heißt, wenn ich das auf Dauer jetzt machen würde, mit dem ganzen Aufnehmen und so, und weil ich die Dateien auch speichere meistens, die früheren Dateien habe ich einfach gelöscht oder sowas. Denn falls irgendwas mal ist und die Dateien sind weg von YouTube, dann bin ich am Arsch. Dann muss ich alles nochmal machen und habe ich keinen Bock drauf. Deshalb werde ich die jetzt ab sofort, oder ich habe sie schon länger gespeichert. Ob das jetzt gut ist oder nicht, möchte ich jetzt nicht bestreiten. Jeder wie er will, ist mir egal, ob ihr es macht oder nicht. Jeder sein Ding. Ja. Und ja, Bandicam macht also sozusagen gute, wie soll ich sagen, Größe, Leistung, also nicht Preis-Leistung, Größe, Leistung. Also mit Fraps hatte ich mit einem Video schon 3 GB. 3 GB für ein kurzes Video. Und Camtasia, was war da los? Ja, was soll ich denn dann sagen? Geleckt. Gut, ich muss sagen, es war
Vom Allgemeinen her besser als alles andere. Aber schon allein, dass es manchmal abgestürzt ist, an diesem Rechner schon. Und, ach oh nee, das war mir dann einfach so bescheuert. Und ich habe mich auch für ein anderes Aufnahmeprogramm entschieden und das war Bandicam. Ja. Ich werde dann nochmal ein extra Video machen, wo ich dann das alles beschreibe. Also das soll jetzt nur ein Tutorial sein, wie ich aufnehme und so, bla bla bla, Einstellungen. Und zack, 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 weg von der Leiste. Also Stereo, Mono, Unterschied, Mono. Ein Lautsprecher Stereo, zwei Lautsprecher Ein- und Ausgang. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Lautsprecher, keine Boxen, wie andere haben. Ich habe zwei Lautsprecher am Monitor. Und ich habe auch zwei Lautsprecher, sozusagen, also Mikro und Monitor. Manche haben dann nur Monitor, kein Mikro. Mehr blöd, aber ist nun mal manchmal so. Zum Glück gibt es die Option noch, weil alte Computer haben bestimmt noch Mono, aber naja, die meisten haben jetzt auf Stereo umgestellt, also eigentlich alle neuen. Frequenz, gut. Man kann jetzt auf 44.100 Hertz beruhen. Aber ich bin so der Typ, wenn mein Computer es kann, dann kann er es einfach. Und ich meine, gut, dann mache ich es eben, ist eben extremer, aber nun gut. So, jeder wie will. Ist ein freies Land. Nee, eigentlich nicht mehr. Aber Codec. Audio, gut. Kann ich nichts mit anfangen. Hiermit Kilobyte pro Sekunde. Also das ist schon richtig heftig hier. 384 Kilobyte. Ja, die Dateien auch richtig groß. Pro Sekunde. Da bin ich in der Minute mal 60. Bei 18.000 Kilobyte. 18.000, 20.000, ja, 20.000 kommt hin. 20.000, also 20 Megabyte in einer Minute für Audio Input. Ja, Input. Also ich verwechsel ja manchmal. Okay, ja, das war das Bandcamp. Oh yeah. Und ich speichere das meistens in dem Ordner hier. Offene Zielordner. So, hier werden die ganzen Dateien gespeichert. Das, ja, mein Name, Philipp, also, ist nun mal mein Name. Also, wer jetzt sagt, das war gerade mein Name, Alter, Igor, ist aber nicht gerade ein schöner Name in Deutschland. Aber in Russland ist es eben, ja, weiß nicht, Klaus in Deutschland. Ja, was mache ich dann mit den Dateien? Ich öffne dann Windows Mo Live Movie Maker. Live Movie Maker, möge gemerkt sein. Ach ja, je, da ist auch noch mein Nachname. Ach du Scheiße, ist das jetzt schlimm? Ah, Mann, Freunde, ist nur ein Name. Was? Ich bilde mir auch nichts ein. So, ach Gott, das ist ja meine Aufnahmedatei. Hilfe. Nam, 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 nam. YouTube-Videos, Crosses. Ich nehme mal R. Professor Tintenbisch. Ja, beliebte Datei, beliebtes Video, hoffe ich mal. Bandcamp. Einfach hier rüberziehen. Und dann habt ihr's. Nein, ich lasse mal ein bisschen kleiner oder doch ein bisschen größer, damit ihr es seht. So, hier haben wir dann unsere kleine Vorschau. Das können wir auch auf Vollbild. Aber dann spielt es sofort ab. Ganz schön blöd. Na egal. So, dann haben wir hier auch schon unsere Einstellungen. Hier oben. Verschiedene Tabs mit verschiedenen Einstellungen. Startseite. Eben alles zusammengefasst, was auch hier ist. Was man eben braucht als Cutter, sag ich mal so, also Let's Player, Gamer, was auch immer, was ihr wollt. Oh, mein Magen meldet jetzt sich. Das braucht ihr für meine, also für meine Let's Plays brauche ich sowas hier nicht. Das alles hier kann man erstmal vergessen. Bei mir. Okay, das sind alles Vorspanne. Links drehen. Wofür braucht man das alles? Ich benutze nur das. Nur das. Und hier oben Animation. So, oh mein Gott. Ja. Dann habt ihr hier euren Videostreifen, wie es früher war in ganz, das habe ich früher noch gesehen, Aufnahme hat gerade aufgehört. Da wurden die ganzen, wie soll
soll ich sagen, das ganze Bildmaterial und Ton auf anderen Schleifen, glaube ich, aufgetragen. Also Fotoapparate gibt es heute, glaube ich, noch diese, sieht aus wie schwarz Plastik. So. Ja, wenn wir das jetzt geteilt haben, eigentlich heißt es ja schneiden. Deshalb braucht jeder Film auch seinen Cutter oder Schneider oder weiß was ich, wie der heißt. Man kann es dann entfernen. Das sieht dann ungefähr so aus. Hui. Hallo. Ja. Den will man nicht hören. Maschine. Da ist Munition Und geklappt. Cut. Da sagt auch der Regisseur bei Hollywood-Filmen und so, Cut und dann ist das weg. Dann wird das einfach Stopp. So. Das ist auch nicht annehmbar hier. Jetzt sind wir hier im Haus und dann später sind wir dann da. Also da fehlt doch was. Das merkt jeder. Jedes räumlich sehende Auge merkt das, außer Zyklopen. So, dann haben wir hier Animation. Wir müssen natürlich auf die rechte Seite, rassistisch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, dann haben wir jetzt verschiedene Animationen oder ja, Übergänge. Wie klappt Okay. das Munition? Also die beiden werden zu an einem Punkt zu einem. Ich nehme mal das mit dem Klecks, das sieht lustig aus. Dann seht ihr hier einen gräulichen Streifen, so ein kleines spitzwinkliges Dreieck, wodurch das auch symbolisiert wird. Und hier seht ihr dann noch Dauer. Dauer des Übergangs, man sollte es recht kurz halten, so eine Minute, eine Sekunde, 50, 0,5 Sekunden. Klappt, reicht. Ich kann es ja euch mal demonstrieren. Klappen. So. Und ihr seht auch, die Tonspur wird an dem Teil auch ein bisschen überspielt. Das hört sich dann ein bisschen komisch an. Maschine. Da ist Irgendwie Munition. klappen. So sieht das dann aus. Ich könnte ja mal auf eine Sekunde, eine Minute, warum, Minute. Maschine. Da Irgendwie ist klappen. Munition. So sieht das dann ungefähr aus. Ein bisschen weicherer Übergang, wie ich finde. Und das tut dann dem Auge nicht so weh, des Betrachters. Was können wir als nächstes machen? Visuelle Effekte. Da wird das gesamte Aussehen des Videos komplett auf den Kopf gestellt. Comic-Format. Also sieht cool aus, finde ich. Dann verschwommen. Plakateffekt. Hallo Leute. Kann ich nichts mit anfangen. Also ich benutze das eigentlich gar nicht, sieht man auch. Hallo Schwarz-Rot-Gold. Leute, der Extra. Das sieht auch komisch aus. Annehmbar, 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 annehmbar. Komisch. Nimm gut. So, Breitbild 16 zu 9 ist nun mal das normale Format von neuen Monitoren. Früher war es 4 zu 3, das waren dann nicht diese Breitbildmonitore. Mensch! Ja, ich weiß. Ich bin ganz schön laut. 4 zu 3 sieht dann ungefähr so aus und das. Dieser schwarze Rand. Ich weiß nicht. Nee. Wir lassen das einfach mal so. Ansicht braucht ihr nicht fürs Erste. Bearbeiten, Geschwindigkeit. 64. Wie hört sich das denn? Irgendwie klappen. Okay. Okay, schon haben wir unser Video verkürzt. Zu 17 Sekunden. Da ist ja nicht mal eine Tonspur von. Na egal. Weil das dann einfach so schnell ist. Mal sehen, wie es bei zweimal. Nee. Nee, können wir vergessen. Okay. Geschwindigkeit bezieht sich nur auf das Videomaterial, also. Audio kommt da nicht mit hin. Außer bei Sony Vegas, da war das dann ja so. Wisst schon. Zuschneidewerkzeug. Habe ich das eigentlich schon mal benutzt? Ach so. Wann der Film beendet, benutze ich eigentlich auch nicht. Also, ich benutze nur Teilen und eben sowas. Musik hinzufügen. Also ich füge meinen Let's Plays überhaupt keine Musik hinzu, außer es ist wirklich nötig. Mein Film. Eine Extractor Production. Oh mein Gott. Irgendwie klappen. Ja. So, ihr wollt das jetzt veröffentlichen. Ihr könnt es auf verschiedenen Plattformen im Netz veröffentlichen. Natürlich auch auf
natürlich auch auf eurer eigenen Website. Natürlich braucht eure Website auch ein Plugin, wozu auch dieses Puzzle-Symbol da dies zeigt. YouTube ist die einzige Plattform, die das 1920x1080 Pixel Format. Also hier seht ihr jetzt die verschiedenen Formate. Ihr merkt hier auch die Größe, die ungefähre Größe des Speichers, des Speicherplatzes ist geringer, ja, also ist bei den kleineren Formaten geringer. Ganz einfach, weil da mehr Bildpunkte und Dateien so eben gespeichert werden. Ich verliere immer meinen Faden. Ich glaube, ich sollte mal ins Bett gehen. Mache ich aber nicht, weil ich das hier durchziehen möchte. So. Ihr könnt es natürlich auch speichern mit 1080 Punkten. Die hochauflösende Anzeige heute finde ich schön. Und eben verschiedene Einstellungen. Zum Beispiel könnt ihr auch auf Handyformat und so bringen. Ihr könnt es speichern. Das wird dann gerendert. In diesem 1080 Pixel Format. Und ihr könnt es dann immer wieder hier öffnen. Und natürlich auch mit der Option auf YouTube. Wo ist sie? Video hochladen. Mein neues Video. Dateien vom Computer auswählen. Dann sucht ihr hier diesen Ordner, auf dem ihr das gespeichert habt. Crysis 2, 4, nein, das nicht. Auch nicht. Das vielleicht. Ja, WLMP wird nicht übernommen. Nur WMV, AVI, wenn ich mich nicht irre. Und ähnliche. Dazu könnt ihr dann hier euch informieren. So. Auf Seite verlassen. Boah, ihr wollt jetzt euer Video hochladen. Also klickt ihr mal auf YouTube, weil ich hoffe mal, ihr seid auf YouTube angemeldet. Ihr könnt auch auf Windows Live euch anmelden, aber das spielt jetzt keine Rolle. Was euch empfohlen wird, könntet ihr nehmen. 1080 solltet ihr wirklich in Spielen benutzen, in der viel Bewegung ist, viel Detailtreue, wie in Crysis 2, also Minecraft. Also ihr braucht na 1080 Pixel. Na gut, manchmal braucht man sowas, aber 720 bei Minecraft, 1080 bei Battlefield und Crysis 2 und sowas eben. Ja, 480 eben bei Vlogs, also die paar Pickel, die können euch verpixeln in eurem Face. Ja, 360, gut. Puh, das ist wirklich unterste Gürtellinie. Also jetzt 240, also das kann man nicht mehr anbieten. Außer es ist wirklich gutes Format, wie RGB 24. Ja, dann nehmen wir mal 720. Ihr könnt euch sofort anmelden, das ist kein Problem, also Benutzername und Kennwort. Anmelden und sofort kommt dieses Interface. So. Also wie gesagt, YouTube, vorhin. Jo, mein Film. Und Kategorien durch Kommas eben abgrenzen, markieren. Wie auch immer, die YouTube-Kategorien nochmal. Also das sind jetzt die Tags. Das sind keine Kategorien, sondern Tags, aber Tags heißt eigentlich auch Kategorie. Also doppelgemoppelt. So, ja, das wäre es eigentlich schon. Dann lädt das auch schon hoch. Zuerst wird es gespeichert. Nämlich hier. Eigentlich nicht. Warum wird das gespeichert? Obwohl hier nicht alle Dateien sind, die ich hochgeladen habe. Fail of the world. Na egal. So, ihr habt das jetzt hochgeladen und bla bla bla. Das war's. Allerdings gibt es noch einige Optionen. Allgemein. So.
Ihr seht jetzt hier, zum Beispiel ich hier, ich habe überhaupt keine Ahnung von RGB und so. Ja, das haben die wenigsten. So, jetzt fragt euch, scheiße, Extractor, was soll ich schon machen? Ich habe keine Ahnung davon. Ah, hier geht einfach Hilfe, Leute. Seid ihr so arm? Nein, Spaß beiseite. Scherz, Scherz, Scherz. Dann hat Bandicam nützlicherweise alles hier schön detailliert aufgeschrieben. Record Hotkey, alles bla bla bla, Alter, was jeder Noob braucht. Noob ist eigentlich im Grunde keine Beleidigung für die, die es nicht wissen. Noob heißt es dann eigentlich nur Newbie, ist die Abkürzung für Newbie und bedeutet Anfänger. Also, wer euch Noob nennt, nehmt es nicht persönlich, sondern seht es als Kompliment. Ja. So. Wartet, 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 ich hab's gleich. Codec. Drittens. Wenn ihr das jetzt nicht versteht, weil eure Kenntnisse recht, eure Englischkenntnisse sehr eingeschränkt sind, dann markiert es doch bitte. Zum Beispiel RGB. Markiert ihr einfach, klar? Dann geht ihr auf die Schrift. Aufgrund der RGB 24 nicht komprimierter Video, das. Das RGB komprimiert kein Video. Das Video hat bessere Qualität als MPEG-1 und XVID. Allerdings ist die Größe der Datei viel größer. Die Datei ist allerdings viel größer als bei MPEG-1. Und XVID. Die Dateigröße ist größer als. Es ist die größte Dateigröße, die es überhaupt gibt, Leute. Aber dafür gute Qualität. Also werde ich demnächst damit aufnehmen. Yeah, freut euch schon mal. Hoffentlich nimmt Live Movie Maker das auch an. Sonst müssen wir uns alle wieder heulen in unsere kleine Box verkriechen. Da seht ihr es. Ich hab's euch. Nee, ich hab's im gelöschten. Also, wer es noch nicht gecheckt hat. FPS bedeutet Fraps. Fraps bedeutet nicht Fraps per Second, sondern Frames per Second. Ist das soweit klar? Frame ist eigentlich nur ein Bild. Ein Einzelbild. Eine Aufnahme zum Beispiel bei einem Fotoapparat. Ein Bild, ein Frame. Okay. Herz mit TZ, nicht mit RZ. Ja, hier könnt ihr euch über alles informieren. Natürlich braucht ihr Internetzugang. Hier ist nochmal der Link, den werde ich in die Beschreibung packen, damit auch die, ups, Facebook, damit auch die, die kein Bandicam haben, sich darüber informieren können. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video irgendwie geholfen. Wenn ich euch nicht geholfen habe, dann tut es mir leid. Guckt andere Videos oder ihr sagt einfach, was euch gefehlt hat und ich mache ein Tutorial davon. Denn ich meine, ich kann das zwar in irgendeine persönliche Nachricht verwandeln, aber ich meine, wem hilft das? Wenn ihr es nicht verstanden habt, dann fragt ihr wieder, ich habe es immer noch nicht verstanden. Dann sage ich, fuck, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Soll ich mich wirklich umbringen oder nicht? Soll ich nicht? Okay, also ich werde auf jeden Fall ein Tutorial darüber machen und es euch als persönliche Nachricht schicken. So, ich hoffe, ich habe der Person geholfen, die mir das in Posteingang und in die Kommentare geschrieben hat. Wenn nicht, dann, ja, wie gesagt, tut mir leid. Hier steht nochmal einige Presents. Wartet mal. Muss ich mal nochmal anlogen. Vorlagen. Ah! Na, da seht ihr es ja. Es gibt sogar Vorlagen. Das habe ich total vorbei, weil ich es nie benutze. Also Sony Vegas, ja, eben. Ich hoffe auch, ich klicke mal auf YouTube. Ja, da seht ihr es. 44.100, ich hoffe, muss irgendwie besser. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verändert hier in der Aufnahme, weil dann wäre es ganz schön blöd. 0 mal 720. Volle Größe nehme ich mal.
50 FPS. Ach, warum geht das so ähnlich? Das ist verreckt. Stereo, wie gesagt. Ich lasse mal 44.100. MPEG und 160. Ja, 256. So, das war's jetzt. Aber wirklich? Schreibt es in die Kommentare, was euch gefehlt hat, wenn irgendwas gefehlt hat. Und ja, man sieht sich. Bis denn, ciao. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn du es nicht mochtest, dann gib mir bitte einen Daumen runter, aber mach's lieber nicht. Aber wenn du mir noch einen Like geben möchtest, also einen Daumen hoch, dann abonniere mich doch einfach mal, um alle meine Videos zu verfolgen und alles, was ich mache, also richtig ausstalken. Ja, das war's eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt kommt eine Endlosschleife von Liken, 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 Fortsetzung folgt im nächsten Video. Bis denne, man sieht sich.